Warum haben so viele Menschen in Österreich, in Deutschland oder in ganz Europa Angst vor dem Islam? Das Islam heißt wörtlich Friede, heißt es. Und in Europa, die Leute, die von Islam Angst haben, die das keine Ahnung von Islam haben. Glaubst du, dass sie Angst haben? Nein, ich glaube nicht, dass sie Angst haben. Also die Angst ist unbegründet. Wieso sollten sie Angst vor den Moslems haben? Wir arbeiten gemeinsam und ich habe kein Problem mit dem Islam. Aber Müslüman ist der mir in Standard warm? Ja, Müslüman ist der mir nicht mehr in Standard, görmüyorum yani. Herkes Müslüman oluyor. Niye Müslümanlıktan korkulacak bir şey yok yani. Kommst du aus einer islamischen, muslimischen Familie? Ja, schon. Aber ich glaube nicht an der muslimischen Religion. İslam'dan çıkmak isteyen her zaman çıkabilir. Hayır, böyle bir çıkacağım diye bir söz konusu yok. Niye çıkıyor İslam'dan? Neden İslam'dan çıkıyor ama? O sebebi söyler misin bana? Damit hat deine Familie kein Problem, wenn du das offen sagst? Nein, die haben kein Problem damit. Also sie sagen, ich soll mir eine Religion aussuchen, aber ich will einfach keine nehmen. İsteyen vardır. İsteyen çıkabilir mi, çıkamaz mı? Hayır, kimse Müslümanlıktan çıkamaz. Müslüman olmaya herkes teşvik ediliyor. Es gibt auf der ganzen Welt nur ein Islam. Wo man hinschaut, auf der ganzen Welt, überall, es gibt nur einen Grundsatz und die Muslime müssen nach diesem Grundsatz leben. Genau gibt es einen, aber niemand kann den genauen Islam erleben. Das gibt es nicht. Aber leider, Moslems in Europa, die auf der ganzen Welt, die versuchen nicht danach leben, die versuchen einen eigenen Weg zu gehen und das ist der Fehler. Jeder macht Fehler. Das ist doch Leben. Ich komme zu mir, wenn ich komme, dann kann ich. Ben çok gördüm. Religion macht kein Böses, kein Schlechtes. Also jede Religion ist was Gutes. Diese Kleidung schadet leider dem Islam. Sie müssen so sich begleiten, damit alles zugedeckt wird, so wie der Koran es beschreibt und der Rasulullah sagt. Aber wenn diese Menschen überzeugt davon sind, dass sie eine liberale Art des Islams leben. Es gibt keinen liberalen, wir sollen nach Koran und Sunna leben. Bedrohlich ist, dass der Islam Werte hat, die zum Beispiel das Steinigen von Homosexuellen vorsieht oder das Ermorden von Homosexuellen, das Legitime. Die Hölle gibt es ja nicht umsonst. Es gibt ein Paradies und es gibt die Hölle. Na, warte mal. Und wozu gibt es die Hölle? Damit die solche Menschen dort, weil die Hölle muss auch geführt werden. Wir sind Menschen, die Toleranz haben. Wir sind friedliche Menschen. Aber okay. Wenn uns jemand den Nadel nimmt und sticht, werden wir aggressiv. Von Islam brauchst du keine Angst haben.